Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute widmen wir uns mal Hardware-Rat. Das hatten wir bisher noch gar nicht. Günstige Gaming-PCs und Hardware. Und zwar den Gaming-PC Hardware-Rat 1700.3. Vorher möchte ich aber noch eine kleine Sache ansprechen. Für alle, die das jetzt nicht interessiert, ich habe unten in dem Video Timestamps. Ihr könnt da einfach skippen, wenn euch es wirklich nur um das System geht, dann skippt einfach. Ansonsten kommen wir jetzt nochmal zu einer Thematik. Ich hatte in einem vergangenen Video darauf aufmerksam gemacht, dass ein Zuschauer ein Qualitätsproblem hatte, beziehungsweise ein Temperaturproblem mit einem System von Dubaro und hat daraufhin diese E-Mail bekommen, beziehungsweise ich zeige euch jetzt mal den Ausschnitt in einer Kurzfassung. Jetzt muss ich noch eine Sache ansprechen. Ich habe von einem Zuschauer eine Mail bekommen, dass er Probleme hatte mit seinem System, dass der Prozessor zu heiß geworden ist. Er sagte, der wird zu warm beim Zocken. Er hat den Support angeschrieben von Dubaro und er hat Folgendes als Antwort bekommen. Hallo Herr ... Ich habe soeben Ihre Konfiguration geprüft und stellte mit hochgezogener Augenbraue fest, dass Sie sich beim Bestellvorgang für die AMD-Boxkühlung entschieden haben. Diese wird die CPU gerade so im Zaum halten können, dass diese nicht abstürzt, mehr aber nicht. Ich sage euch ganz ehrlich, wenn ich so eine Mail kriegen würde, dann würde ich mich zu dem Abteilungsleiter durchstellen lassen und würde dem mal erzählen, was sein Kollege da so schreibt im Support. Wenn ich ein System habe, wie auch gerade das, da komme ich jetzt nochmal zu. Wie dieses hier, was wir gerade hatten. Da ist ja auch der Boxlüfter drin. Das heißt, das Teil wird so verkauft. Dann muss ich mir sagen lassen, dass er mit hochgezogener Augenbraue erkennen musste, dass er sich für diesen Lüfter entschieden hat. Als wenn er sich dafür entschieden... Also ganz ehrlich, wenn ich bei einem Fertig-PC-Hersteller was bestelle und das machen meistens Leute, die vom Selberbau keine Ahnung haben, dann vertraue ich dem Händler doch, oder? Also ganz ehrlich, sollte das von Dubaro jemand sehen... Ich bitte euch, geht mit euren Kunden nicht so um. Formuliert es anders. Ja, der Boxlüfter, der reicht eventuell nicht. Dann, oder schreibt es hier in die Empfehlung rein. Dass ihr dann sagt, pass auf, es wäre besser, wenn du einen Be Quiet Lüfter oder so nehmen würdest. Aber doch nicht so mit hochgezogener Augenbraue. Was ist das denn für eine Formulierung? So, und da sagte ich ja auch, wenn Dubaro dieses Video sehen sollte, dass sie vielleicht so ein bisschen kundenorientierter arbeiten sollten. Beziehungsweise anders mit den Kunden sprechen sollten. Und es ist tatsächlich so gekommen, dieser Mitarbeiter, der dieses Ticket bearbeitet hat, hat das Video gesehen. Und hat dem Kunden daraufhin nochmal geschrieben und der hat das an mich weitergeleitet. Ich blende euch den kompletten Text jetzt ein, lese euch aber nur die rot markierten Stellen vor. Wenn ihr den Rest auch noch lesen wollt, bitte ich euch, das Video zu stoppen. Nachdem ich meine erste E-Mail an Sie auf YouTube wiedergefunden habe, möchte ich mich an dieser Stelle einmal aufrichtig bei Ihnen entschuldigen. Denn Sie haben recht, die Kombination wird so angeboten. Da haben Sie nichts nachkonfiguriert und es war nicht in meinem Sinne, Sie durch meine Formulierung in Ihrer Ehre anzugreifen oder sonst böswillig zu klingen. Ich sitze hier als Mensch und versuche mit meiner fachlichen Expertise so gut wie möglich lösungsorientierten und schnellen Support zu bieten und das mit einer persönlichen Note. Dass meine Formulierung in diesem Kontext sehr unpassend war, sehe ich ein und ich versuche, dieses Feedback in meine zukünftige Kommunikation zu implementieren. Würde mich sehr freuen, wenn Sie mir, sollte Ihnen etwas an meiner Art und Weise nicht zusagen, direkt mitteilen, was genau Sie daran stört, weil mir sehr viel daran gelegen ist, mit den mir zugeteilten Kunden einen ungezwungenen Kontakt zu halten. Zum einen, weil mir das Freude an meinem Job macht, zum anderen, weil es mir so leichter fällt, in schneller Folge auf verschiedenste Sachverhalte zu reagieren und jeden Tag mit Freude zur Arbeit zu kommen. Trotzdem sollte es dabei nicht dazu kommen, dass sich ein Mensch derart angegriffen fühlt, was ich noch einmal zu verzeihen bitte. Ich habe am Wochenende sehr viel und sehr lang darüber nachgedacht, wie ich das besser hätte lösen können und auch mit Kollegen darüber gesprochen, um mir Feedback dazu zu holen. In der Hinsicht bin ich sehr dankbar für dieses Feedback. Das ist doch mal eine Antwort, oder? Somit ist alles vergeben und vergessen. Ist jetzt keine Ironie. Ist wirklich so. Das ist so, wie man sich das wünscht. Und ich finde es auch sehr gut, erstmal, dass der Mitarbeiter scheinbar meine Videos guckt. Das heißt, die holen sich Feedback zu dem System, was ich schon mal sehr gut finde. Und die Art und Weise, wie er jetzt mit dem Kunden geschrieben hat, finde ich super. Er hat das Problem auch nochmal aufgegriffen und auch einen Lösungsvorschlag unterbreitet. Meine Frage lautet nun, wie genau ich Ihnen helfen kann. Meiner Meinung nach sind diese Temperaturen normal, aber, und da bin ich bei Ihnen, nicht wünschenswert. Ich könnte Ihnen einen anderen Lüfter zukommen lassen, zum Beispiel einen Shadowrock TF2. Da könnten wir bestimmt auch schauen, dass wir einen Versandkostenrabatt einrichten oder so. Wäre das für Sie eine akzeptable Lösung? Falls nicht, teilen Sie es mir bitte auch gerne mit. Wunderbar. So wünscht man sich das. Also Dubaro, beziehungsweise auch dieser Mitarbeiter von Dubaro, alles vergeben und vergessen. Einfach in Zukunft am besten immer so mit den Kunden umgehen. Ich weiß, es ist auch manchmal sehr hektisch. Ich weiß, es schreiben auch viele Leute ein Ticket. Dann dauert die Bearbeitungszeit halt mal ein bisschen länger, aber dafür hat man einen vernünftigen Lösungsvorschlag. Nicht nur so ein Dreizeiler, sondern wirklich einen schönen Text und man weiß, woran das liegt. Und wunderbar. Wunderbar. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte das nicht. Ich hätte alles erwartet. Ich hätte das nicht erwartet, dass sowas kommt.
Gut. Und bevor wir hiermit starten, noch eine Sache. Ihr habt natürlich wieder dieses Wochenangebot von Agando gesehen. Dazu mache ich auch noch ein Video. Das wird das nächste Video sein. Und dann werde ich auch nochmal ansprechen, was bei Agando abging. Das war nämlich nicht so erfreulich. Aber gut, wir widmen uns jetzt dem Gaming-PC Hardware 1700.3 für 1759,99 €. Lieferzeit 5 bis 30 Tage. Das ist schon eine ganze Menge, muss ich sagen. Andere verschicken so, glaube ich, innerhalb einer Woche, habe ich gelesen. Also bei Dubaro wäre es wohl eine Woche gewesen. Teilweise auch 3 Wochen, je nachdem, ob man selber konfiguriert. Aber 30 Arbeitstage muss ja nicht sein, aber es steht halt da. Zu dem Bild, ja, bei denen halt auch nur das Gehäuse. Finde ich sehr gut. Nichts drin verbaut, was irgendwie leuchtet, was nicht leuchten soll oder ähnliches. Das kennt ihr ja schon, meine Meinung dazu. Also da schon mal nichts falsch gemacht. Und hier haben wir die Produktinformationen. Als Prozessor haben wir den AMD Ryzen 5 3600, 6 Kerne, 12 Threads, 3,6 GHz Turbo bis 4,2 GHz. Kostet bei Geizhals 174,90 € über HardwareCamp 24. Ja, der Prozessor, das ist so ein Mittelklassenmodell. Unterstützt eine RAM-Geschwindigkeit von DDR4 3200 MHz, ist auch für später noch wichtig. Und hat eine TDP von 65 Watt, ist auch wichtig und ist auch zum Stream geeignet, sofern ihr über die Grafikkarte rendert. Es kommt natürlich auf das Spiel an. Spielt ihr jetzt Among Us oder Minecraft, könnt ihr mit Sicherheit auch über den Prozessor rendern. Sobald es aber ein AAA-Titel geht, müsstet ihr über die Grafikkarte rendern. Ansonsten guter Prozessor, hatte ich selber auch mal. Packen wir so in den Warenkorb. Dann haben wir als Prozessorkühler Silentium PC spart dann 4Max. Ja, jetzt ist hier so eine Sache, die verbauen hier vieles, was ich gar nicht so kenne. Zumindest den Hersteller nicht. Ich kann die technischen Daten lesen. Aber zu dem Lüfter, da gibt es auch einen kleinen Artikel. Beziehungsweise hier hat einer so einen kleinen Erfahrungsbericht geschrieben, der ist auch ganz in Ordnung ausgefallen, wie ich finde. Dieser Lüfter hat eine TDP von 125 Watt, hier haben wir ihn auch schon bei Geizhals. Für 19,87 € bei Mindfactory, sprich 65 Watt hat der Prozessor, 125 Watt kann der Lüfter abtragen. Der reicht also für diesen Prozessor aus. Ich bin von diesen No-Name-Sachen nicht so der Fan, beziehungsweise es kann sein, dass Silentium eine super Marke ist. Ich hatte ihn noch nie in der Hand. Ich möchte es auch nicht schlecht reden, er reicht völlig aus für dieses System. Packen wir so in den Warenkorb. Als Mainboard haben wir ein MSI B550A- Pro. Hier ist es auch schon, finde ich gut, dass die B550 nehmen. Da habt ihr dann hinterher auf jeden Fall die Möglichkeit, mit einem Ryzen 5000 auch volle PCI Express 4.0 zu benutzen. Die hätten jetzt auch ein B450 nehmen können. Selbst die könnt ihr mit einem BIOS-Update noch upgraden, dass die 5000er-Reihe von AMD fressen. Dann habt ihr aber kein PCI Express 4.0. Zu dem Board sei gesagt, ich spreche es immer wieder an, 4 RAM-Bänke ist nicht selbstverständlich. Es gibt Boards mit 2 RAM-Bänken. Wenn ihr später erweitern wollt, müsstet ihr dann theoretisch beide Riegel tauschen. Bei dem ist es nicht der Fall, da könnt ihr einfach 2 zusätzliche dabei stecken, passt. Gekühlte Spannungswandler, hier drunter kommt die M.2-SSD, hier haben wir die Grafikkarte drin. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr den Anschluss noch benutzen, wenn er nicht verdeckt wird von dem Lüfter der Grafikkarte. Da könnt ihr eine WLAN-Karte ähnliches reinschrauben. Hier eine Capture-Card zum Beispiel, hier unten könnt ihr noch eine M.2-SSD einstecken. Und hier unten habt ihr noch einen Erweiterungsport. Bei den Anschlüssen sei gesagt, 7.1 System ohne Toslink, also hier Mikrofon, Lautsprecher, Line-In, der Rest ist für 7.1, wenn ihr ein Home-Theater habt zum Beispiel, USB 3.1, USB-C 3.1, Netzwerkanschluss, USB 3.0 zweimal, USB 2.0 zweimal, HDMI DisplayPort benutzt ihr bei dem Prozessor nicht, hat keine Grafikeinheit, P-2 Anschluss, den man heute meiner Meinung nach auch nicht braucht und ein Reset-Knopf, denke ich, fürs BIOS wird das wohl sein, wenn mal irgendwas schief läuft oder sogar ein Flash-Button, ist auch für euch in erster Linie erstmal nicht wichtig. Sei zu dem Board halt noch gesagt, es ist so das Grundboard in der B550er-Reihe. Klar, es geht noch billiger, aber es ist in Ordnung ausgestattet. Es gibt bessere, das möchte ich damit sagen. Klar, es geht immer besser. Je nachdem, wie viel Kohle man auf den Tisch legt. Für den Prozessor langt es allemal. Kostet 110 € bei Mindfactory, packen wir so in den Warenkorb. RAM haben wir 32 GB, 2x 16 GB DDR4 3600 CL18 GoodRAM IRDM Pro. Habe ich noch nie gehört. Aber die technischen Daten stimmen immerhin. Der Prozessor kann offiziell nur 3200 MHz, den könnt ihr aber auf 3600 MHz züchten, das funktioniert. Das wird im BIOS einfach über das XMP-Profil eingestellt, das machen die mit, überhaupt kein Problem. Ich habe ihn auch tatsächlich gefunden, GoodRAM IRDM Pro Deep Black. Ja gut, ich weiß nicht, ob es ihn in anderen Farben gibt, keine RGB-Beleuchtung. Aber DDR4 3600, 32 GB Kit, 2 Riegel, also Dual-Channel, auch ganz wichtig für euch. Für 181,30 € bei ProShop.de packen wir so in den Warenkorb. Dazu bekommen wir eine 1 TB M2 NVMe Kingston A2000, 2200 MB lesen und 2000 MB schreiben. Hier ist ja auch schon, ihr kennt sie ja, Kingston A2000, Crucial P1, Crucial P2, was ich immer so empfehle, die ist halt da drin verbaut. 1 TB reichen auch erstmal, wenn ihr später erweitern wollt, kauft euch einfach eine zweite davon, vielleicht sogar eine 2 TB, steckt die aufs Mainboard, dann habt ihr schön erweitert, passt. 96 € bei Mindfactory, packen wir auch so in den Warenkorb. Die Grafikkarte ist eine 8 GB RTX 3070 KFA2 Manly. Ja, das Problem ist an der ganzen Geschichte, genau die Grafikkarte habe ich jetzt nicht gefunden, aber ich nehme einfach eine 3070 von Giga.
Gigabyte, die tun sich da nicht viel. Der Chip ist derselbe, die Anschlüsse sind dieselben. Die Speicherchips, klar, da machen sie immer eigene drauf, ja, aber beziehungsweise von anderen Herstellern, das tut aber nichts zur Sache. Es sind immer 8 GB, es ist immer derselbe Grafikchip, also leistungstechnisch. Seit Ende ist es eine OEC-Version, da habt ihr noch gewisse Unterschiede, in dem Fall nicht. In meinem Fall nehmen wir jetzt eine Gigabyte GeForce RTX 3070 Gaming OEC. Okay, die ist jetzt übertaktet, macht den Braten jetzt aber nicht fett. Die KFA2 wird wahrscheinlich noch ein Fuffi billiger sein, die packen wir jetzt aber trotzdem so in den Warenkorb, damit wir überhaupt den Preis haben. Also 899 Euro über Alternate, packen wir so rein. Zu der Grafikkarte sei gesagt, da könnt ihr auch AAA-Titel mitspielen. Ob ihr jetzt wirklich da 200 FPS oder ähnliches habt, das glaube ich nicht. Es kommt ja noch die 3070 Ti, 3080, 3080 Ti, 3090. Wir gucken uns gleich einen FPS-Test an, einfach auf YouTube. Ihr kennt das ja schon. Als Netzteil haben wir 550 Watt Antec Earthwards Gold Pro. Ist schon wieder so ein Hersteller, also Antec kenne ich, aber Earthwards Gold Pro kenne ich nicht. Ich habe aber einen Testbericht rausgesucht. Und der Testbericht sagt 1,5, sehr gut, bei testberichte.de. Zwei Tests, 49 Meinungen. Also scheint ein gutes Netzteil zu sein. 550 Watt ist natürlich wieder, es reicht aus. Solltet ihr mit dem Gedanken spielen, euch später eine 3080 Ti oder ähnliches da reinzubauen, dann wird schon wieder sehr eng. Auch prozessormäßig, wenn ihr irgendwann sagt, ich will jetzt einen 5800er, der ja auf dem B550 Board läuft, da reinbauen, sind 550 Watt schon ein bisschen wenig. Aber eben für das System völlig ausreichend. Kabelmanagement teilmodular ist auch schön. Also die Kabel, die nicht benötigt werden, liegen dann einfach im Karton mit dabei. Hier sieht man es auch nochmal, da werden halt die angesteckt, die man braucht. Den Rest lässt man einfach raus. Das ist immer sehr schön für den Airflow. Beziehungsweise man verlegt die Kabel sowieso hinter der Gehäusewand. Trotzdem schön, wenn da nicht alles so voll geproppelt ist. Herstellergarantie 7 Jahre. Das ist schon ordentlich. 84,27 € bei Mindfactory. Also scheint kein China-Böller zu sein. Wunderbar, packen wir so in den Warenkorb. Das Gehäuse ist ein Silentium PC-RG6VTG. 4 Lüfter vorinstalliert. Ich gehe jetzt mal von dem Bild aus und das Bild sagt mir, das scheint ein gutes Gehäuse zu sein, was den Airflow angeht. Ich weiß nicht, wie die Qualität der Lüfter ist. Ich habe im Internet dazu nichts gefunden. Aber wie immer zeige ich es euch natürlich. Hier kommt das Mainboard rein. Hier oben habt ihr so schöne, ja, wie nennt man die, diese Durchführungsdinger für die Kabel. Dann sieht das nicht so wummelig aus, wenn ihr da einfach die Kabel in die Löcher reinschmeißt. Die sind dann schön verdeckt. Kommt die Grafikkarte rein, hat auch genug Platz. Hier unten kommt das Netzteil rein. Wie gesagt, der Airflow. Vorne sind 3 Lüfter. Die ziehen hier schön die Luft rein und oben fliegt sie halt wieder raus. Wunderbar. Scheint sogar eine RGB-Beleuchtung zu haben, laut dem Bild hier. Packen wir für 66,99 € über Hardware-Rat tatsächlich in den Warenkorb. Zusätzliche Lüfter gibt es nicht. Windows 10 Pro 64-Bit haben wir mit dabei. Ja, tüdel ich euch jetzt für 28,86 € bei MySoftware da rein. Bei meinem Partner CDK-Deals kriegt ihr es für 14 € mit meinem Rabattcode. Aber wir wollen fair sein, weil wir machen gleich noch einen Vergleich und da habe ich Windows auch rein konfiguriert. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, hier haben wir den Prozessor, hier haben wir den RAM, hier ist die Grafikkarte, hier ist das Mainboard, der Lüfter, das Gehäuse, das Netzteil und Windows. Und da kommen wir auf den Gesamtpreis von 1.661,07 €. Das System soll kosten 1.759,99 €. Jetzt habt ihr also ein System da stehen, was knapp 100 € teurer ist als der Selbstbau. Finde ich in Ordnung. Es ist nur so eine Sache, der Ryzen 3600 ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter. Die 3070, die da drin ist, schön und gut. Die Sache ist einfach die 3070 Ti, die leistungsstärker ist, kriegt ihr für denselben Preis. Das ist natürlich jetzt der Grafikkartenmarkt, ja. Deswegen habe ich auch eine Alternative zusammengestellt. An und für sich, preis-leistungstechnisch macht ihr hier nichts falsch. Knapp 100 € fürs Zusammenbauen finde ich völlig in Ordnung. Es ist Windows mit dabei. Das Ding, das wird auch rennen, überhaupt kein Problem. Das Board ist erweiterbar. Bin ich jetzt nicht der Fan von, aber die haben zumindest kein Micro-ATX eingebaut. Eine direkte Kaufempfehlung würde ich trotzdem nicht geben. Vor allen Dingen auch die Lieferzeit von 5 bis 30 Arbeitstage, das finde ich schon happig. Ich zeige euch mal eine Alternative. Ich habe euch hier mal was zusammengetüdelt. Also, wir haben in dem Fall dieselbe SSD, 1 TB. Wir haben aber den AMD Ryzen 5 5600X, das ist die neueste Generation, die Einsteigerversion sozusagen. Die 5000er-Reihe, aber der 5600X. Wenn wir die miteinander vergleichen, ist der leistungsstärker. Hier haben wir hier 2,78% schneller CPU-Takt. Höheres Ergebnis Passmark, das sind die ganzen Benchmarks. Also er ist auf jeden Fall deutlich schneller als der 3600, aber was heißt deutlich, er ist schneller. Hier steht jetzt 64 zu 65 Punkten, aber ihr müsst auch an den Wiederverkaufswert denken. Wenn ihr den PC irgendwann verkauft und ihr sagt dann, pass auf, ich habe einen 5600 da drin, dann wird der mehr bringen als ein 3600. Dann habe ich in dem Fall Corsair Vengeance RAM genommen. Der ist von den technischen Daten gleich. Hat auch 3600 MHz, auch 32 GB, auch Dual Channel. Ich kann mit dem anderen RAM irgendwie nichts anfangen. Ich hätte ihn jetzt auch da rein konfigurieren können. Der war sogar teurer, so wie ich eben gesehen habe. Aber ich bleibe bei Corsair Vengeance, weil ich halt einfach gute Erfahrungen damit gemacht habe. Und somit habt ihr auch was Vernünftiges da drin. Der andere ist nicht schlecht. Kann ich nichts zu
dazu sagen. Habe ich nie verbaut. Er ist mir einfach unbekannt. Deswegen, ich halte mich an meine bekannten Hersteller. In dem Fall haben wir jetzt aber eine Gigabyte GeForce RTX 3070 Ti Gaming Overclocked. Auch 8 GB Speicher, wie die andere auch. Es ist aber halt die Ti-Variante. Und wenn ihr euch im User-Benchmark das mal anschaut, da habt ihr effektiven Speed fast 10% mehr. Gut, vom Rang her, die normale 3070 liegt auf dem 13. Rang und die liegt halt auf dem 9. Die kostet aber eben dasselbe. Deswegen habe ich es in diese Alternative reingepackt. Das heißt, ihr habt auch schon mal nicht nur einen besseren Prozessor, sondern auch eine bessere Grafikkarte. Als Mainboard haben wir ein MSI Mac B550 Tomahawk. Finde ich designtechnisch schon mal besser, hat auch eine dezente Beleuchtung, gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke wie das andere auch. Hier kommt die M.2 SSD rein, hier kommt wieder die Grafikkarte rein, hier, wenn ihr Glück habt, könnt ihr erweitern, hier eine Capture-Card und hier auch noch eine WLAN-Karte, USB-Karte, was ihr auch immer ihr wollt. Und hier unten noch ein M.2-Slot. Tut sich jetzt nicht viel, was das angeht. Aber ihr habt hier 7.1-System mit Toslink, USB 3.1, USB 3.0. Euch fehlen natürlich 2 USB 2.0-Steckplätze. Ihr könnt das Board aber tauschen, wie ihr lustig seid. Wenn ihr jetzt noch sagt, ich möchte gerne ein anderes Board haben, könnt ihr das natürlich selber reinkonfigurieren. USB-C, 2 Netzwerkanschlüsse, HDMI, DisplayPort, PS/2-Anschluss und ein Flash-BIOS-Button. Das heißt, wenn ihr die 5000er-Reihe darauf zum Laufen bringen wollt, braucht es manchmal ein BIOS-Update. Ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, ich habe ein paar Boards bestellt, die können das mittlerweile alle so, aber es ist ja schön, dass er da ist, dann braucht ihr keinen Prozessor, wenn ihr das BIOS flashen wollt. Ihr steckt einen USB-Stick dran mit dem BIOS drauf, drückt den Knopf und dann macht er das von alleine. Kein Prozessor, kein RAM, braucht ihr nur Strom dranhängen, dann macht er das von ganz allein. Müsst ihr natürlich wissen, was euch da beliebt. Ich finde es besser als das andere Mainboard, auch wenn es 2 USB-Anschlüsse weniger hat. Als Kühler haben wir den BeQuiet PureRock 2 Black. Den finde ich schon designtechnisch besser. Ich bin der Fan von Wasserkühlung. Der 5600er braucht keine Wasserkühlung. Aber wenn ich mir so ein System zusammenschraube, habe ich das schon ganz gerne da drin. Da gab es auch mal jetzt einen längeren Kommentar für Leute, die sich nicht so damit auskennen. Ist natürlich ein Luftkühler besser, weil schön wartungsfrei und wenn was kaputt ist, kann es halt nur der Lüfter sein, kann man selber tauschen. Bin ich völlig bei dir, überhaupt keine Frage. Für mich persönlich mag ich es designtechnisch lieber, wenn eine Wasserkühlung drin ist. Als Gehäuse haben wir BeQuiet PureBase 500DX. Ich kann jetzt natürlich nicht vergleichen, wie das eine Gehäuse gegenüber dem BeQuiet qualitativ aussieht. Das BeQuiet ist sogar ein bisschen teurer. Dazu ist es noch schallgedämmt und ich finde halt BeQuiet qualitativ besser. Ich bin kein Fanboy oder so. Ich verbaue es nur sehr oft und ich merke, wenn ich es verbaue, okay, da ist Qualität. Ich kann jetzt nicht sagen, dass das andere blöd war oder wie auch immer qualitativ Mist. Will ich mir überhaupt nichts von annehmen, aber da weiß ich, was ich habe. Jetzt kommt ihr noch zum Netzteil. Bei dem anderen hatten wir 550 Watt, hier haben wir 750 Watt. BeQuiet Straight Power, vollmodular. Könnt ihr also selber auswählen, auch wieder welche Kabel ihr haben wollt. Ging bei dem anderen auch, aber hier ist es eben auch dabei. Und natürlich Windows 10 Pro für 1750 Euro. Jetzt gucken wir uns das andere System nochmal an. Das kostet auch 1759,99 Euro. Das bedeutet für euch, jetzt nochmal in der Zusammenfassung, ihr habt einen besseren Prozessor. Ihr habt eine bessere Grafikkarte, ihr habt meiner Ansicht nach ein besseres Board, einen besseren CPU-Kühler, auch meiner Ansicht nach, ich kann mir von dem anderen kein Bild machen, der hatte gute Bewertungen, ich wollte es nur gesagt haben, ein besseres Gehäuse und ein besseres Netzteil, allein schon von den technischen Daten. So, jetzt sagt ihr natürlich, ja, das muss noch zusammengebaut werden. Ja, das habe ich auch in den letzten Videos schon immer gehabt. Ich wollte echt mal bei Mindfactory anfragen, ob ich vielleicht mal einen Werbedeal kriege. Nein, Quatsch. Die haben immer noch den Summer-Deal. Sprich, wenn ihr so ein BeQuiet-Gehäuse da einkonfiguriert, dann bezahlt ihr nur noch 50 Euro fürs Zusammenbauen. Das heißt, ihr kriegt dann für effektiv 40 Euro mehr gegenüber dem anderen PC auch ein zusammengebautes System nach Hause, wenn ihr das alles bei Mindfactory reinkonfiguriert. Und ihr seid besser dran, was die Hardware-Komponenten angeht. Ihr habt auf jeden Fall besseres Netzteil, besseren Prozessor, über den Rest lässt sich streiten. Die Grafikkarte ist auch besser. Alles andere ist nur Qualitätsgelaber von mir. Da müsst ihr selber wissen, wie ihr damit zurechtkommt. Ihr könnt es euch natürlich noch günstiger konfigurieren oder eben teurer. Es wäre nur eben so, ihr habt hier 1750 Euro plus die 50 Euro Zusammenbau, seid ihr bei 1,8, sind 40 Euro mehr gegenüber dem anderen System und ihr seid besser dran. Müsst ihr wissen. Wie gesagt, ich finde das andere System nicht schlecht, nur ihr bekommt für das Geld Besseres. Jetzt habe ich hier wieder ein schönes Video gefunden, das Vergleich, die RTX 3070, die ja in dem Originalsystem von Hardware-Rad drin ist, mit der 3070 Ti, die ich in der Alternative vorgestellt habe. Nehmen wir zum Beispiel Assassin's Creed Valhalla, hier seht ihr die Einstellungen. Alles ziemlich hochgeschraubt. Und hier unten steht immer der Average. Bei der 3070 habt ihr 44 FPS, bei der 3070 Ti 47 FPS. Immer noch Forza Horizon. Alles auf Ultra gedreht, High und Ultra. Da seid ihr hier bei 105 FPS und hier bei 114 FPS. Also auch ein etwas deutlicherer Unterschied. Dann wird auch Red Dead Redemption 2, hier auch alles auf High und Ultra gedreht, wie man sieht.
Da seid ihr hier bei 53 FPS, hier bei 58 FPS. Horizon Zero Dawn. Auch alles auf Ultra und High eingestellt. Da seid ihr hier bei 58 und hier eben bei 62 FPS. So, jetzt hattet ihr einen groben Überblick, wie es ist mit den Grafikkarten, wie die sich unterscheiden. Sie kosten halt wie gesagt dasselbe und ich würde euch echt ans Herz legen, vielleicht den Warenkorb, den ich eben gezeigt habe, den ich auch verlinke, den Geizhals-Warenkorb, eventuell bei Mindfactory einfach nachzustellen und dann dementsprechend dazu bestellen, zusammenbauen zu lassen. Wenn ihr ein BeQuiet-Gehäuse nehmt, wenn euch das nichts ausmacht, wenn ihr jetzt unbedingt das hier haben wollt, könnt ihr auch diesen PC kaufen. Ihr habt natürlich später keinen höheren Wiederverkaufswert, wie es bei dem anderen der Fall wäre, weil ein 5600X verkauft sich mit einer 3070 Ti natürlich besser als ein 3600 mit einer 3070. Muss es einfach so sagen. Gut, das wär's dann auch mit diesem Video. Schreibt mir ruhig in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Wenn ihr was zu verbessern habt, dann schreibt es auch gerne rein. Das nächste Video wird der Argando-PC plus das, was da vorgefallen ist. Das werde ich dann auch noch so ein bisschen breit treten, wie ich es auch bei Dubaro gemacht habe. Hier bleibt keiner verschont auf diesem Kanal. Und dann abonniert den Kanal, lasst ein Däumchen nach oben da. Vielen Dank fürs Zuschauen, auf Wiedersehen und ciao, ciao.